Bei diesem Thema müssen wir besonders über Diskriminierung sprechen, und zwar über Diskriminierung nach Geschlecht. So gut wie alle Diskriminierungen, über die wir normalerweise völlig zu Recht diskutieren, sind Diskriminierungen, die trotz Gesetzen stattfinden. Beim Thema Genitalverstümmelung haben wir eine Diskriminierung nach Geschlecht, die durch ein Gesetz besteht, dadurch explizit legitimiert ist. Das heißt, die Diskriminierung findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Wir haben Kontakt gehabt mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dort wurde uns mitgeteilt, dass es ein Bundesgesetz gibt, das Beschneidung regelt, und damit liege gar keine Diskriminierung vor.